Ich bin Jesus, du bist Jesus, tralala, tralala, tralala. Hallo meine Freunde der Sonne, vielen, 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 vielen Dank für die mega vielen Beichten. Danke, danke, danke und auch danke für die große Resonanz, dass ihr möchtet, dass ich das Format beibehalte und das wird natürlich auch beibehalten. Trotzdem brauche ich immer noch eure Hilfe. Nach dem Video werde ich einfach wieder eine Umfrage starten, ob ihr auf die nächste Folge Bock habt. Und ihr könnt darunter einfach schreiben, hier, pass auf, ich beichte, dass ich beichte. Zum Beispiel. Und ja, ich habe wieder schöne Beichten bekommen. Zum Glück diesmal keine Beichte dabei, wo ich sagen muss, wo ich ein bisschen schlucken muss. Zum Glück nicht. Und wir fangen einfach mal mit der ersten Beichte an. Beichte Nummer 1. Ich, weiblich 25, beichte, dass ich mit ungefähr 13 Jahren schon Pornos geschaut habe. Mit 13 Jahren. Also du bist so alt wie ich. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit 13 Jahren ich muss damit echt aufhören. Ihr könnt immer einen Shot trinken, ne? Also ein Glas Wasser, wenn ich M sage. Mit 13 Jahren habe ich Yu-Gi-Oh! Gespielt, da war ich der Yu-Gi-Oh! King auf dem Pausenhof. Also wir haben uns ja immer in die Mensa gesetzt, habe ich ja schon mal erzählt, und haben Yu-Gi-Oh! Gespielt. Aber mit 13 Jahren, ich hatte auch mit 13 Jahren gar keinen Bock da drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit 13 Jahren hatte ich absolut keinen Bock da drauf, irgendwie schon hier Porno zu gucken. Und so Mädels haben mich da null interessiert, ne? Ich war voll in meinen Filmen mit Yu-Gi-Oh!, mit Kollegen rausgehen, Fußball spielen. Ja, ist halt so, ne? Solche Menschen gibt's auch. Dann kommen wir mal zur zweiten Beichte. Ja, also bei der Beichte, na gut, also, dass ich nicht schlucken muss, ja, okay, bei der Beichte kann man doch ein bisschen schlucken. Ich 14 Beichte, dass ich als Beruf YouTuberin werden möchte. Bitte, 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 tu mir einen ganz großen Gefallen. Mach deine Schule, konzentrier dich auf deine Schule. Guck, dass du gute Noten hast. Aber, kann ja jetzt schon sagen, Noten sind nicht alles. Und guck, dass du deinen Traumberuf findest. YouTube fällt nicht weg. Du kannst, zum Beispiel wie ich, ne, wenn alles funktioniert, wie es aussieht, wird es dieses Jahr vielleicht noch nicht so ganz funktionieren, aber vielleicht könnte dieses Jahr funktionieren, dass ich meine Umschulung mache. Dann mache ich ITler. Und ich mache die ganze Zeit so, ne? Die ganze Zeit. Die ganze Zeit mache ich irgendwie so, aber seht ihr nicht. Und ich mache YouTube auch nebenbei. Ich habe YouTube nie angefangen, von wegen, ich möchte jetzt hier reich werden, ich möchte übelst die enorme Reichweite haben. Ich habe YouTube angefangen, weil ich einfach Bock auf Zocken hatte und auch natürlich Bock hatte, ja, habe ich ja schon mal erzählt im Video, dass ich mit mir selber immer so Reactions mache. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja gut, ich könnte doch eigentlich die Reactions einfach mal hochladen. Einfach mal just for fun, einfach mal aufnehmen, wie ich auf ein Video reagiere und einfach mal aufnehmen, wie ich zocke. Und das ist eine absolute Leidenschaft bei mir. Ich mache das ultra gern. Selbst wenn ich in 10 Jahren immer noch bei 1000 Abonnenten wäre, würde ich trotzdem YouTube mal weitermachen. Komplett. Außer natürlich irgendwann, ich habe natürlich Familie und ich hätte für das Hobby YouTube dann irgendwann absolut gar keine Zeit mehr. Dann kann es natürlich in 10 Jahren sein, okay, bin ich halt am Überlegen, dann so, gut, Familie ist tausendmal wichtiger als YouTube. Dann werde ich natürlich trotzdem weiter zocken, aber das dann nicht mal euch präsentieren. Oder weiter reacten, aber euch das nicht mal präsentieren. Aber fang bitte gar nicht erst damit an zu überlegen, ja, ich möchte jetzt YouTuber werden. Lernen was Ordentliches. Man kann es immer noch nebenbei machen. Man kann alles nebenbei machen. Und da siehst du ja, okay, macht es mir eigentlich Spaß? Ist ja schön, gefällt es mir. Weil viele immer wieder vergessen, dass doch extrem viel Zeit reinfließt. Ne? Das Video aufnehmen, und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man ein Spiel zockt und das auf YouTube hochlädt, ist man in der Aufnahme natürlich, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen nervöser. Ne, man achtet drauf, was man sagt. Man konzentriert sich natürlich auch mit den Zuschauern zu sprechen.
Das ist natürlich nochmal ein bisschen anders. Das soll jetzt nicht bedeuten, es macht keinen Spaß, überhaupt gar nicht. Also es macht mega Spaß. Aber es ist natürlich ein anderes Gefühl, als wenn man abends mal Konsole oder PC anmacht und was Cooles zockt. Ist ein bisschen anders. Ja, und dann kommen wir zur dritten Beichte. Ich männlich beichte, dass ich Schokolade von meiner Mutter klaue. Lieber männlicher Dude, bitte hören Sie auf damit. Ich habe es damals auch gemacht, wo ich ein bisschen kleiner war. Da habe ich auch gesehen, ach, guck mal, wir hatten, vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist es bei euch zu Hause auch so, wir hatten so eine Schublade, wo Schokolade, Süßigkeiten, wo allgemein Süßigkeiten drin waren. Und da habe ich mir damals als kleiner Bubele, habe ich mir immer die Süßigkeiten da rausgemopft. Ne? Das Problem ist einfach, man kommt dann irgendwann, was bei mir nicht passiert ist, aber es gibt ja Menschen, die kommen dann vielleicht in so eine Spirale und sagen sich, ah, mit 14 fangen sie vielleicht dann irgendwann an, Zigaretten zu klauen, weil sie angefangen haben zu rauchen und so weiter und so fort. Wenn du Schokolade essen möchtest, frag doch einfach deine Eltern. Und wenn deine Eltern dann sagen, hier, nee, du machst erst eine Aufwasch, dann mach doch erstmal den Aufwasch und dann kriegst du auch eine Belohnung. So einfach ist es. Man braucht nicht klauen. Ja, auf der nächsten Beichte. Ich männlich 15 beichte, dass ich homosexuell bin und Angst habe, meiner Mutter es zu sagen, obwohl ich weiß, dass es sie nicht stört. Das finde ich immer sehr, 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 sehr schade. Und das Thema hatten wir ja schon mal. Ich verstehe so ein bisschen deine Situation, weil man vielleicht auch auf Facebook, ich sag mal, Kommentare liest, die schon extrem verletzend sind. Oder vielleicht auf Facebook liest, ja, meine Mutter war meine Mutter hat sich halt aufgeregt und meine Mutter hat mich dann rausgekickt, weil sie das nicht wollte. Aber es sind vielleicht in ganz Deutschland 1%, auf der ganzen Welt würde ich sogar so weit gehen, sind vielleicht 2%. Das sind wirklich nicht viele Fälle. Sag seiner Mutti, wenn du auch schon weißt, dass es deiner Mutti nicht stört. Es ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist überhaupt gar nichts Schlimmes. Ich finde das immer voll schade, wenn ich von Leuten höre, ja, ich traue mich nicht, weil, ich fühle mich anders. Ich bin ja auch irgendwie anders. Du bist nie anders. Das ist, Sexualität hat so viele Facetten. Sag's einfach deiner Mutti, wenn du von Anfang an eh schon weißt, dass deine Mutti das nicht stört. Und vor allem, dir fällt, denke ich mal, ein Riesenstein vom Herzen. Wenn es dann auch deine Mutti weiß, habt ihr wieder eine ganz andere neue Ebene. Und lass dich auch nicht von irgendwelchen Leuten unterkriegen. Das sind wenige. Das sind so wenige, die kann man fast schon von der Hand abzählen. Das sind Idioten. Lass die einfach links liegen, lass die einfach da stehen und lass die einfach labern. Ganz einfach. Jeder Mensch ist einzigartig und Sexualität, wie schon gesagt, hat unfassbar viele Facetten. Und du bist nicht anders, du bist einzigartig und lass es niemals dir irgendwie einreden, dass du irgendwie krank bist oder irgendwas. Und sag's deiner Mutti, sag's wirklich deiner Mutti, würde mich freuen und ja, dann kommen wir mal zur nächsten Beichte. Ich, weiblich 26, beichte, dass ich keine Lust auf Sex habe, auch noch nie hatte und ich es auch eklig finde. Davon habe ich wirklich mal gehört. Das scheint, ich weiß gar nicht, ja, ein Krankheitsbild, glaube ich, ist es nicht. Aber es gibt Personen, Menschen, die können damit irgendwie nichts anfangen. Die sagen sich, nee, finde ich eklig, ich kann auch ohne Sex leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn dich das nie stört und wenn dich das nie im Leben einschränkt und du damit glücklich bist mit der Einstellung und du dir sagst, ja, finde ich absolut in Ordnung, dann bleib so. Dann bleib so. Niemand zwingt dich dazu. Bleib wie du bist. Wenn du natürlich aber auch merkst, das ändert meinen Charakter und ich merke irgendwas im Kopf, dass es dann doch rattert, was ich eigentlich möchte, aber ich es eklig finde und irgendwas hemmt mich da dran. Wenn du wirklich so merkst, okay, es könnte vielleicht an einer Krankheit liegen. Vielleicht. Ich bin kein Arzt. Ich bin kein Arzt, ne? Möchte ich gleich sagen. Dann rede doch einfach mal mit deinem Allgemeinmediziner. Und wenn du dich deinem Allgemeinmediziner vielleicht nicht anvertrauen kannst, rede mit deiner Frauenärztin mal darüber. Und klär sie mal auf, die kann dir da einfach besser helfen als ich.
Aber wie schon gesagt, wenn du damit leben kannst mit der Einstellung und wenn es dir auch so gefällt, bleib wie du bist. Lass dich nie wirklich ändern, bleib wie du bist. Auf zur nächsten Beichte. Okay, doch. Hier ist eine Beichte, da muss ich wirklich schlucken. Ich, männlich 35, beichte, dass mich als Kind jemand mit Süßigkeiten ins Auto locken wollte. Das finde ich extrem heftig. Also wenn du das selber erlebt hast, das finde ich wirklich sehr, 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 sehr heftig. Ich kann mir so eine Situation gar nicht vorstellen. Also ich habe euch ja mal in einer Real-Life-Story erzählt, dass ich von Mann verfolgt wurde. Ne, wir hatten eine extrem dunkle, so eine Allee, ne, wo links und rechts Bäume waren und ein See. Und auf der Allee stand ein ganz komischer Mann mit Hut. Einfach so in der Nähe von einer Laterne. Und der hat mich die ganze Zeit angeguckt. Ich bin dann, wir hatten da eine Grundschule, da bin ich stehen geblieben. Und irgendwas fand ich komisch an ihm. Und ich hab eine Real-Life-Story, die könnt ihr auch gerne nochmal angucken. Ja, erzählt, er wollte mich irgendwie greifen. Und sowas finde ich schon echt heftig. Man weiß auch nie so, ist halt einfach so, wie ticken die Menschen, ne? Also mein Nachbar könnte auch ein Psychopath sein. Das sind meistens immer die ruhigsten Menschen, die nettesten Menschen, die irgendjemanden, ne, ich will es jetzt nicht sagen, aber die irgendwas gemacht haben, ne? Ich sage jetzt einfach, die irgendwas gemacht haben, was, ja, nicht der Norm entspricht, um das mal so auszudrücken. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also irgendeine Straftat begangen hat. Und es finde ich schon heftig, weil man weiß, dass solche Menschen in der Gesellschaft leben. Und das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob du das deinen Eltern damals erzählt hast, wo du noch klein warst. Der Mann wird ja, denke ich mal, jetzt einfach ganz normal frei rumlaufen. Und ich denke mal, der wird es nochmal versucht haben. Und das Heftige ist, wenn man im Kopf hat, dass er vielleicht irgendwann mal Glück hatte. Das finde ich immer am heftigsten. Also meine lieben Zuschauer, ich weiß, ich habe hier ein paar Jüngere. Passt bitte auch immer auf, wenn irgendwie ein Fremder kommt, der euch an der Spucke verschluckt, der euch was anbietet, der sagt, hier, komm, möchtest du mal mit mir mitkommen, ich habe was zu Hause. Oder ich habe Süßigkeiten, möchtest du mal in mein Auto steigen? Niemals machen. Und am besten in dem Moment, wenn ihr in der Nähe eine Lehrerin habt, einen Lehrer habt oder irgendwie eine Person habt, zu der Person gehen, ansprechen oder laut um Hilfe rufen. Am besten noch, wenn ihr euch sowas in so einer, ist natürlich immer schwierig, aber in so einer Situation das Kennzeichen merken könnt, das Kennzeichen aufschreiben. Wie schon gesagt, weil da sind dann Menschen, die probieren es dann nochmal und ich finde, ja, sowas sollte man dann wirklich stoppen. Aber wenn ihr das Kennzeichen, ist nicht schlimm, wenn ihr das Kennzeichen euch nicht merken könnt, aber schreit um Hilfe. Wenn ihr merkt, dass bei einem Mann irgendwas komisch ist, wenn der Mann euch irgendwo hinlocken will, wenn er sagt, hier, willst du mal einen Abend zu mir kommen? Oder wenn der Mann sagt, komm mal in mein Van. Wenn ihr merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, geht gar nicht auf den Mann zu. Guckt, dass ihr in der Nähe eine Vertrauensperson habt. Oder wenn ihr in der Nähe, ja, mehrere Erwachsene seht. Ich weiß, das sind in dem Moment natürlich auch Fremde, aber wenn ihr in dem Moment mehrere Erwachsene seht oder vielleicht Eltern, die auch ihre Kinder abholen wollen, einfach Bescheid geben. Ne? Und ja, dann kümmern sich hoffentlich die Eltern drum. Also wie schon gesagt, wenn ihr euch, ist zwar natürlich schwierig, aber wenn ihr euch in so einer Situation natürlich das Kennzeichen merken könnt, wäre es natürlich auch noch hilfreich. Aber müsst ihr natürlich nicht. Also bitte immer ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Man weiß nie, was die Person von einem will. Vielleicht meint ihr es wirklich, aber es kann natürlich sein, dass ihr das in dem Moment mega gut meint, dass die einfach nur einsam ist oder sowas. Aber man weiß es halt nicht. Man weiß es halt einfach nicht. Also immer bitte aufpassen. Auf zur nächsten Beichte. Ich, weiblich 18, beichte, dass ich nach jeder Party mit meiner Freundin Sex hatte, wir aber nicht lesbisch sind. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen lachen muss. Das habe ich wirklich schon selber mitbekommen und auch selber schon öfters gehört, dass es bei Frauen irgendwie auch normal ist, dass die da, sage ich mal, ein bisschen offener sind. Wir Kerle, jetzt fragt sich natürlich die Frauenwelt, ob wir das auch machen. Nein, wir Kerle sind da ganz anders. Wir, wenn wir mal besoffen sind, wenn wir gerade von der Party kommen,
wir machen uns einen Gag und gucken uns ein Porno an. Das ist kein Witz, ne? Also wir Kerle haben uns auch schon mal ein Porno angeguckt zusammen. Ne? Also, aber ja, finde ich jetzt irgendwie nicht schlimm. Also wenn du dann mit deiner Freundin, wenn das natürlich deiner Freundin, also dich nicht stört und dass deiner Freundin irgendwie auch nicht auf den Sack geht oder sowas und ihr damit beide auch klarkommt und sich da gefühlstechnisch nichts aufbaut, finde ich das, macht was ihr wollt, finde ich das vollkommen legitim. Auf zur nächsten Beichte. Ich weiblich 45 beichte, dass ich im Schließmuskel einen Riss habe, mir öfters unterwegs in die Hose mache und ich nicht zum Arzt gehen möchte, in Klammern Sexunfall. Ist halt schwierig, was ich jetzt dazu sagen soll. Also, ne, also, wenn du jetzt eine Meinung von mir hören möchtest, und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es natürlich unterwegs extrem unangenehm ist und wenn dir das jetzt schon öfters passiert ist, also ich würde da definitiv zum Arzt gehen. Der Arzt würde dich nie auslachen, der würde nicht sagen, hahaha, was haben sie da gemacht? Das kommt so oft vor, dass man beim Sex einen Unfall passiert oder allgemein, dass Unfälle passieren und dass da irgendwas nicht mehr ganz so arbeitet, wie es arbeiten sollte. Und ich würde da einfach die Karten auf den Tisch legen. Ich würde zum Arzt gehen, weil ja, du weißt ja auch nie, wie der Riss ja, sich wie der Riss verheilt. Kann natürlich auch passieren, dass der Riss gar nicht verheilt und du das vielleicht ein Leben lang mit dir rumschleppst oder dass der Riss sich vielleicht sogar entzündet und du vielleicht dann noch eine Sepsis hast oder sowas. Also geh bitte zum Arzt. Ich weiß, vielleicht ist es im ersten Moment unangenehm, darüber zu sprechen. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gesehen, da musste ich lachen. Da ist ein Kerl in Staubsauger reingefallen. Ne? Nackt natürlich in Staubsauger reingefallen und dann mussten die den Typen mit dem Staubsauger ins Krankenhaus bringen, weil der Staubsauger sich in einer bestimmten Stelle wiedergefunden hat. Und ja, ne, klar, vielleicht lacht er mal ganz kurz ein Arzt oder sowas, aber er würde niemals dich auslachen. Ne, der würde jetzt nicht sagen, hahaha. Ne. Ich würde einfach zum Arzt gehen und mit dem Arzt das klären. So, da kommen wir schon zur letzten Beichte. Ich, männlich 19, beichte, dass ich meinen Kollegen in FIFA immer gewinnen lasse, obwohl ich mega gut bin. ja, kenne ich. Also, ich hatte mal einen Kollegen, der war auch sehr, sehr gut. Ich habe bei FIFA immer, also der wollte immer mit mir FIFA zocken. Ich habe immer 10-0 gegen den verloren, immer. Immer. Ich hatte auch schon, glaube ich, mal 15-0 gegen den verloren. Aber ist das nicht langweilig, wenn du extra deinen Freund immer gewinnen lässt? Ist doch auch langweilig, oder? Du musst deinen Freund jetzt mal richtig, deinen Kollegen mal richtig zeigen, Konsole an und zeigen, wie gut du eigentlich bist. Vielleicht ist er ja auch schon besser geworden. Vielleicht ist er ja wirklich schon gut geworden. Und vielleicht wird er irgendwann besser als du. Du kannst dir ein paar Profi-Tipps geben, ne? Wie du das so machst, so, ne? Was für, wie du Trickshots machst. Ne? Aber finde ich cool, dass du deinen Freund extra gewinnen lässt, finde ich nice. Aber da hast du ja keinen Spaß. Also, ne, sag's einfach deinem Freund oder besser gesagt, gewinn du mal wieder. Vielleicht ist er wirklich sehr gut geworden und vielleicht verlierst du jetzt wirklich immer. Ne? Und ja, das war die letzte Beichte. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Beichten. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht. War wieder eine spannende Folge. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schickt mir bitte wieder Beichten, wie schon gesagt. Ich werde wieder eine Umfrage starten, wie immer jeden Sonntag nach dem Video. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir darunter einfach wieder Beichten schicken. Ihr könnt mir Beichten über Instagram schicken oder ihr könnt mir Beichten über Twitter schicken. Würde mich mega freuen. Und ja, wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ, im nächsten Video. Und ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, einen sehr schönen Wochenstart. Lasst euch nicht ärgern. Bis dahin, haut rein und tschüss.